Hallo Freunde der kalten Getränke und vor allem der kalten Temperaturen. Heute bin ich mal wieder allein. Ich wurde mal wieder gezwungen, was allein zu machen. Schande über Max und Markus. Geht es um einen, ich habe es schon angedeutet, abgekühlten, sehr, sehr coolen Film. Es geht um Everest. Der ist jetzt gerade in den Kinos gestartet und ich habe ihn gesehen und jetzt rede ich mal ein bisschen drüber. Regisseur Balthasar Kormakur, so heißt der gute Mann, kennt man vielleicht von Two Guns mit Denzel Washington, hat hier was gemacht, was ich eigentlich dachte, können sich nicht so viele Regisseure in Hollywood erlauben, aber er hat es trotzdem getan. Er hat nämlich ein riesen Paket an bekannten Schauspielern geschnürt und die mit in die Kälte gezogen. Unter anderem mit dabei Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Michael Kelly und Robin Wright, die man beide aus House of Cards kennt. Keira Knightley ist noch dabei, Sam Worthington, den kennt man von Avatar vor allem. Ja, und die alle hat er da in riesen Film geschmissen und man muss eben auch sagen, dass es ein Ensemble-Film ist, jetzt nicht unbedingt sowas wie Ocean's 11, aber es ist eben halt schon so, dass diese Reise zum Gipfel des Mount Everest in verschiedenen Positionen beleuchtet wird, unter anderem von Keira Knightley, die besorgte und schwangere Bergsteiger, ebenfalls Bergsteiger, Ehefrau von Jason Clarke spielt. Der ist so der Führer dieser Gruppe, weil es da so ein bisschen um diesen Bergsteiger-Tourismus geht, der scheinbar Mitte der 90er angesagt war. Der Film spielt auch 1996. Dann soll es eben in verschiedenen Gruppenkonstellationen hoch auf den Mount Everest gehen. Jake Gyllenhaal spielt da auch noch ein Bergsteiger-Profi. Josh Brolin will sich da einen Wunsch erfüllen, der da hochgeht. Und ja, dann werden da auf wahren Begebenheiten basierend die Geschichten der einzelnen Charaktere erzählt. Und da will ich jetzt mal einen kurzen Cut setzen und sagen, dass ich diesen Film tatsächlich, und das muss ich jetzt wirklich das erste Mal jemals machen, aus wirklich einmal rein subjektiver Weise und aus rein objektiver Sichtweise bewerten muss. Und ich fange mal, weil das natürlich als Filmkritiker von mir eher verlangt wird, mit meiner ganz objektiven Sichtweise an. Und da muss ich sagen, war das wirklich so an Drama, Action, Spannung einer der besten Filme, die ich so in der letzten Zeit gesehen habe. Du fieberst mit den Charakteren mit, weil die sich wirklich viel Zeit nehmen, die zu etablieren, auch wenn das aufgrund der Masse an Charakteren, die hier halt in dem Film ist, nicht immer ganz leicht ist und noch nicht immer funktioniert, weil es da einige Charaktere gibt, die auf der Hälfte der Strecke liegen bleiben. Inwiefern das eine Metapher für den Film ist, will ich jetzt auch nicht verraten. Aber ja, der Film ist wirklich, legt es drauf an, emotional zu sein, und wenn es dann hinten raus wirklich dramatisch wird, und da ist er auch sehr emotional, und das muss man dem Film absolut lassen, das war wirklich ganz, ganz große Klasse. Der Film entscheidet sich eben relativ spät, in welche Richtung er wirklich geht. Unser wirklich, sage ich mal, Hauptcharakter Rob, gespielt von Jason Clarke, der muss halt so, der ist so ein bisschen der Chef der ganzen Gruppe dann, und er muss halt Entscheidungen treffen. Da habe ich so kurz gedacht, geht das jetzt wirklich so in die Richtung, ein Mann muss die Entscheidung für die Gruppe fällen und es gibt dann Tote aufgrund seiner Entscheidung und es ist dann so ein Gewissenskonflikt, oder ist es das eben nicht? Und da hat der Film sich wirklich viel Zeit gelassen und viel irgendwie mit der Erwartungshaltung der Zuschauer gespielt. Und das mochte ich. Das mochte ich wirklich sehr gern. Angenommen, er macht das mal ganz bewusst und das ist nicht nur mein eigenes Empfinden, dass er eben mit diesen Erwartungshaltungen spielt, ist er dann vielleicht hinten raus doch ein kleines bisschen zu konventionell. Aber das darf ich dem Film ja eigentlich gar nicht vorhalten, denn es ist ja, und das muss ich jetzt nochmal betonen, eine wahre Geschichte. Also haben wir es hier im Grunde mit einem Film zu tun, an dessen Dramaturgie man eigentlich ja gar nichts kritisieren darf. Oder darf ich das jetzt? Aber ich meine, es ist ja so passiert scheinbar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wahrheitsgetreu das ist, aber das, und da komme ich wirklich zu meinem subjektiv größten Kritikpunkt eigentlich schon. Der Film legt es hier wirklich gefühlt bis aufs Messer drauf an, akkurat die Geschichte zu erzählen und hat damit fast schon einen dokumentarischen Stil. Was natürlich jetzt nicht in der Inszenierungsart an sich liegt, weil die ist wirklich bombastisch und sehr actionreich, aber eben an der Geschichte, wie sie erzählt wird. Dadurch, dass er immer wieder so die einzelnen Gruppen für sich beleuchtet und das teilweise so ein bisschen episodenartig wirkt, ist er dann eben wirklich nah an der Dokumentation gefühlt vom Inszenierungsstil, den ich wieder wirklich ausdrücklich hervorheben will, war das nämlich ganz große Klasse.
Allerdings muss ich da dann auch wieder sagen, es ist verschachtelt ohne Ende. Der Film ist in 3D gedreht und scheinbar ist der auch irgendwie mit 3D-Kameras gedreht. Ich kenne mich da wirklich überhaupt nicht aus, tut mir leid. Der Film spielt so zu 70% im Dunkeln und dann noch diese 3D-Brillen, die das Bild eh dunkler machen. Du hast teilweise nicht erkannt, wer da jetzt gerade ist und wer mit wem interagiert. Und das ist halt auch so eine Sache, wenn du halt ganz viele verschiedene Charaktere hast und die Positionen immer wieder gewechselt werden, dann verlierst du komplett den Überblick, wenn dann eine große Actionsequenz da gezeigt wird. Zurück zu meinem Kritikpunkt. Ich hatte, und das ist wirklich ein großes Problem, für mich dauerhaft das Gefühl, dass hier so viel mehr in dem Film drin gewesen wäre. Ich will das kurz erläutern. Also für mich ist eben das Problem, wenn ich hier eine wahre Geschichte erzählt kriege, dann hat das eben immer was Dokumentarisches und immer was von einer Nacherzählung. Also im Sinne von, ich, der Regisseur, will jetzt den Zuschauern zeigen, was damals passiert ist. Und dadurch geht für mich ein Stück weit eine Symbolik von dem Film verloren, ein bisschen Metacharakter, ein bisschen Subtext, der eben nicht integriert werden kann, weil das ja wirklich so passiert ist. Und da ich immer Fan davon bin, zu sagen, Film ist Fiktion und ist ein fiktionales Medium, hätte ich mir dann tatsächlich, und vielleicht werden mich einige dafür nicht mögen, gesagt, dass man diese Ereignisse als wahre Begebenheit sozusagen nimmt, aber sie halt in ein eigenes Korsett strickt. Vielleicht sogar mit den wahren Charakteren, das ist mir egal. Aber du hättest hier so viel mehr an Charaktertiefe rausarbeiten können, an Symbolik integrieren können. Und da gibt es ab und an, es gibt einen einzigen Ansatz davon, den ich dann aber wirklich nicht gut fand. Das ist, wenn, ich will da jetzt auch nicht so viel verraten, das ist auf jeden Fall mit Josh Brolin und seiner Familie, Robin Wright. Da wird dann dem Charakter von Josh Brolin, Beck hieß der, glaube ich, dann eben eine Moral gegeben. Und das fand ich irgendwie nicht ganz passend im Konstrukt dieser dokumentarischen Nacherzählung, sage ich mal. Und das ist eben, das ist schade um den Film, weil ich dann eben wirklich sagen muss, obwohl ich ganz objektiv sage, das ist so an auf wahren Begebenheiten basierenden Film vielleicht das Beste, was ich bisher gesehen habe, aber dennoch muss ich dann auf der anderen Seite sagen, als richtig fiktionaler Film wäre da vielleicht so, so viel mehr drin gewesen. Und das ist so unglaublich schade, auch weil du halt so viel gutes Schauspielermaterial da hast. Jake Gyllenhaal hat jetzt, wenn man guckt, dass es ein 2 Stunden langer Film ist, wirklich nicht so viele Szenen. Er ist eher so ein Nebencharakter aus der zweiten Reihe schon. Und ich will nicht den berühmten Begriff verheizt benutzen, aber wenn du dann schon mal einen Jake Gyllenhaal in deinem Film hast, es ist halt schwierig, weil man dann auch wieder sagt, ja, der Charakter, den Jake Gyllenhaal spielt, der hat eben diese Geschichte und mehr geht dann halt nicht so. Aber genau das ist eben das, was ich meine. Jason Clarke, das ist wirklich, also ich sag ungern bei Schauspielern, dass ich sie nicht mag, aber bei dem habe ich immer und immer wieder das Gefühl, dass er so eine Lethargie an den Tag legt und so super tröge agiert. Und das war bei Terminator so, das war bei Planet der Affen Revolution hieß er, glaube ich, so. Und das ist hier wieder genau dasselbe. Den mag ich einfach. Ich werde mit dem nicht warm, mache den Film dann zwar nicht schlechter, aber es ist eben irgendwie Jason Clarke. Und Jason Clarke ist immer kurz vorm Einschlafen, habe ich das Gefühl. Ich will dann auch nicht wirklich noch weiter ausufern. Ich habe alles angebracht, was ich anbringen kann. Ganz objektiv gesehen als Film, der mir eine Geschichte erzählen will, die passiert ist, der mir das Schicksal dieser Charaktere näherlegen will und der mir quasi die Relevanz dieser Ereignisse nochmal vor Augen führt, muss ich sagen, ist es ein richtig, richtig guter Film, auch wenn der dann aufgrund der vielen Charaktere, die er erzählt und deswegen auch der verwirrenden Erzählstruktur seine Schwächen hat. Dennoch gebe ich dem Film dann 8 von 10 Punkte. Ich sage ja einfach nur, dass in dem Film noch viel, viel mehr drin gewesen wäre und ich schade finde, dass das so ein bisschen dann zum Opfer gefallen ist, dass es eben nur eine Verfilmung von realen Ereignissen war. Mehr habe ich zu dem Film nicht zu sagen. Würde auf jeden Fall meinen, dass es der Film wert ist, im Kino geschaut zu werden, weil er eben wirklich ein Bombast-Blockbuster ist, der leider irgendwie so ein bisschen zwischen den Zeiten kommt. Ich habe das Gefühl, den hat keiner auf dem Schirm. Schade drum.
Dennoch möchte ich mich jetzt verabschieden. Ihr könnt gerne noch auf unser letztes Video klicken. Das ist jetzt hier oben, glaube ich, verlinkt. Und dann verabschiede ich mich und frage euch noch, falls ihr Everest gesehen habt, wie euch der Film gefallen hat. Schreibt es unten in unsere Kommentare rein. Bis dann. Auf Wiedersehen.